Am Samstag fand für die jungen Rasta Dragons das erste Playoff-Spiel in der Jugend-Basketball-Bundesliga statt. Gegner waren die Rockets aus Gotha. Die jungen Rasta Dragons endeten in der Hauptrunde auf Platz 4, haben darum Heimvorteil gegen die Rockets, die auf Platz 5 endeten. Voll an Arik Wessner, Freiwurf, Jung Rasta Dragons, 1-0. Der zweite Freiwurf ging nicht rein und danach ging es nicht so gut für die Jung Dragons, denn die liefen aus nach 13-6. Freiwurf für Müller und die Jung Rasta Dragons lagen mit 8 Punkten zurück, 14-6. Doch dann drehte der Motor von die Jung Rasta Dragons warm. Es folgte ein 13-0 Lauf. Dorge Buttmann zum 8-14. Marvin Müller mit einem Dreier zum 11-14. Arik Wessner, 13-14, Anstoßtreffer. Ein Stiel von Torge Buttmann und die Führung mit 15-14. Nach dem ersten Viertel führte die Jung Rasta Dragons mit 19-14. Die Jung Rasta Dragons machte in der zweiten Viertel weiter, so wie man im ersten Viertel aufgehört hatte. Dennis Zappel mit das 25-16. Die Rockets tun durch Koma etwas zurück, 25-18. Ein Dreierversuch von David Cicic misslingt. Leute, mal kommt zu Torge Buttmann und sein Dreierversuch gelingt, 28-18. Und dann wieder die überragende Torge Buttmann zum 34-24. Die Thüringer tun wieder was zurück zum 34-26. Und wiederum ein Stil von Torge Buttmann und klasse gemacht. 36-26. Und dann sind wir schon im dritten Viertel, steht 38-32 für die Jung Rasta Dragons. Also die Rockets waren etwas zurückgekommen, doch Torge Buttmann 39-32. Und auch der zweite Freiwurf verwertet er, 40-32 für die Jung Rasta Dragons. Verteidigt. Wenn Möller und die 10 Punkte Vorsprung ist wiederhergestellt. 42-32. Arik Wessner von ungefähr 9 Meter. Ein Dreier. 25-32. 30 Punkte Vorsprung steht auch noch bei 47-34. So einfach ging es. Rasta führt 15 Punkte. 49-34. Ein 2-Punkter für die Rockets, 49-36. Dann zwei Freiwürfe für Hausotte, der erste geht rein. Und der zweite Freiwurf vergibt er. 49-37. Doch Gotha kam zurück bis auf 51-43. Ein 3-Punkter und es steht wieder 54-43. Nach 3 Vierteln stand es 54-45. Und dann das letzte Viertel, es war noch nicht gelaufen.
Und wiederum Torge Buttmann, 56-45. Er verdient auch noch einen freien Wurf, aber der ging nicht rein. Doch der Ball bleibt im Besitz von den Jong Rastadregen. Und wieder Torge Buttmann, jetzt ein Dreier. 59-45, es sah gut aus. Mit noch 8 Minuten zu spielen steht es 61-47. Etwas chaotisch hier, die Rockets profitieren. 61-49. Ein Freiwurf, Hausotte. 61-50. Torge Buttmann. Spielt auf Marvin Müller. 63-50. In noch 4,5 Minuten zu spielen steht es 68-54. Freiwurf Torge Buttmann. 69-54. Der zweite vergibt er, doch es kann nicht mehr schief gehen mit 15 Punkte Vorsprung. Zwei Punkte für die Rockets, 69-56. Freiwurf Arik Wessner. Und 70-56. Und dann die letzten zwei Punkte für Gotha, 70-58. Denn der Freiwurf wurde vergeben. Der Schlusspunkt des Spiels wurde perfekt gemacht mit einem 3-Punkter. Endergebnis 73-58. Ein klarer Sieg im ersten Playoff-Spiel. Nächste Woche Samstag geht es weiter in Gotha. Wird da verloren, wird das dritte Spiel wiederum eine Woche später in Vechta ausgetragen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Niederländer.